Hallo liebe Bastler, ich möchte Ihnen die neue Produktlinie My Paper World von Viva Deco vorstellen. Die Produkte sind für die kreative Papiergestaltung und Sie werden sehen, es ist so leicht, sein eigenes Designpapier herzustellen. Wie Sie so eine wunderschöne Karte machen können, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das erste Produkt, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Paper Soft Color. Wenn Sie die Dose das erste Mal öffnen, ist der innenliegende Schwamm noch weiß. Pumpen Sie mit dem Schaumstoff-Stupfpinsel so lange in den Schwamm, bis er vollständig mit Farbe durchtränkt ist. Nehmen Sie ein wenig Farbe mit dem Stupfpinsel auf. Beginnen Sie in kreisenden Bewegungen am Rand, um die einzigartig wolkigen Effekte zu erzielen. Durch die Verwendung von zwei oder mehr Farben entstehen die schönsten Farbverläufe. Besonders schöne Effekte bekommen Sie, wenn Sie das Papier reißen und danach mit Paper Soft Color einfärben. Die Kanten nehmen die Farbe intensiver auf und werden dadurch zu einem ganz besonderen Hingucker. Die Silikonstempel von My Paper World eignen sich hervorragend zum Stempeln von einzelnen Motiven und ganzen Hintergründen. Zuerst entfernen Sie die Schutzfolie, nehmen Sie Ihr Wunschmotiv, legen es auf den Acrylstempelblock und drücken es ein wenig fest. Auf der Rückseite sind Linien, die geben Ihnen Hilfe beim Anlegen an Kanten. Betupfen Sie Ihr Motiv mit Paper Soft Color und stempeln es mit leichtem Druck auf Ihr Papier. Schon haben Sie ganz einfach ein wunderschönes Muster gestempelt. Die selbsthaftenden Fleckschablonen haben die optimale Haftung für Papier. Mit Hilfe der Fleckschablonen kann die cremige Paperpen-Farbe leicht schabloniert werden. Geben Sie sie direkt aus dem Pen großzügig über Ihr Schablonenmotiv. Verstreichen Sie die Farbe mit einem Schablonierspachtel. Wenn die schablonierte Paperpen-Farbe noch nass ist, haben Sie die Möglichkeit, Glitter darüber zu streuen. Nach dem Trocknen entfernen Sie den überschüssigen Glitter mit einem Pinsel. Und so sieht Ihr fertig schabloniertes Motiv aus. Kleben Sie Ihren vorbereiteten, gerissenen Streifen auf die Karte. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man mit dem Glossgel Perlen macht. Sie können mit dem Paper Pen sowie mit dem Glossgel kleine oder große Perlen direkt aus dem Pen auf Ihr Papier setzen. Das Glossgel ist eine transparente Farbe, der Paper Pen ist deckend. Einfach und problemlos wählen Sie die Größe der Perle durch mehr oder weniger Druck aus dem Pen. Zuerst erscheint der Tropfen ein wenig spitz, er formt sich aber nach kurzer Zeit zu einer perfekten Perle. Nach dem Aufbringen der Perlen sieht Ihre Karte so aus. Mit dem Glue Pen können Sie feine Linien zeichnen und diese anschließend beglittern. Pumpen Sie vorsichtig auf die Spitze, bis diese mit dem blauen Kleber getränkt ist. Mit einer persönlichen Anrede bekommt Ihre Karte die individuelle Note. Nach ca. 2 Minuten können Sie Ihren überschüssigen Glitter mit einem weichen Pinsel entfernen. Wie Sie sehen, es ist ganz leicht, mit My Paper World Ihr eigenes Designpapier herzustellen. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Ich hoffe, Sie haben jetzt Lust bekommen, die innovativen Produkte von My Paper World auszuprobieren, damit Sie nicht mehr nach dem passenden Designpapier suchen müssen, sondern es selbst gestalten können. Jetzt wünscht Ihnen Ihr Viva Decor Team viel Spaß beim Gestalten.